Seit Monaten überwachen Hydrogeologe Guido Bengel und Bauingenieurin Lara Tholen hier in Hamburgs Süden die Bohrung für einen neuen Trinkwasserbrunnen. Hallo. Na? Hallo. Moin. Hi. Moin. Und wie läuft's? Gut, sind bei 247 bis 48. Wann habt ihr die letzte Messung gemacht? Gut, 20 Minuten. Jetzt macht er die nächste Messung. Jetzt kommt die nächste Messung. Ja, genau. Oh, Wasser sieht auch echt klar aus, ne? Super, ja. Ich habe auch keine Färbung, nichts. 470 dieser Brunnen gibt es im Versorgungsgebiet rund um Hamburg. Monatelang hat der Geologe Geländeprofile ausgewertet und nach einem geeigneten Standort gesucht. Dann wird eine Erkundungsbohrung niedergebracht, wo wir dann Sandproben oder Bodenproben entnehmen, die wir eben ansprechen und uns dann anschauen, haben wir da einen geeigneten Grundwasserleiter, aus dem wir Wasser fördern können. Im Anschluss hat Ingenieurin Lara Tholen den Brunnenbau geplant. In dem Fall hat es jetzt 3 Monate gedauert, bis der Brunnen sozusagen abgeteuft war. Und mittlerweile sind wir bei den Entwicklungsarbeiten. Es nennt sich Intensiventsandung. Da werden Feinanteile und Feinsande aus dem Brunnen rausgeholt, damit der Brunnen später keinen Sand fördert. Also wir müssen schauen, im Idealfall ist hier gar nichts mehr drin. Das ist das Ziel. Und das war am Anfang der Stufe, hatten wir eben noch ein bisschen Sediment drin. Bis zu 250 Meter tief erkundet der Bohrer den Heimfelder Grund. Die verschiedenen Erdschichten erzählen viel. Wir haben angefangen bei ungefähr 245 Meter. Und jetzt sind wir hier in der Stufe, glaube ich. Ja. Da an der Stelle haben sie ein bisschen länger gebraucht, weil hier auch ein paar Feinanteile zwischen sind. Wenn man am Strand sitzt und buddelt, dann kommt ja irgendwann Wasser. Und so muss man sich das hier auch vorstellen, nur dass das eben in einer großen Tiefe ist und dass hier noch Deckschichten oben drüber sind. Aber das ist halt wirklich ein erfüllter Porenraum. Also wir haben keine Wasseradern oder ähnliches. Grober Sand, da kommt mehr Wasser durch. Bei feinerem Sand kommt natürlich weniger Wasser durch. So. Aber im Grunde haben wir hier einen groben Sand, wo wir denken, dass da auf jeden Fall ordentlich Wasser rauskommen wird. Am Ende steht über dem Bohrloch nur ein kleines Brunnenhäuschen für die Förderung des Rohwassers. Wasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland. Jeder Bundesbürger verbraucht statistisch gesehen jeden Tag zwischen 120 und 130 Liter Leitungswasser. Rund ein Drittel geht für die Toilettennutzung drauf. Ein weiteres Drittel für Körperpflege und Hygiene. Das letzte Drittel nutzen die Deutschen zum Kochen, Trinken, Putzen, für die Wäsche oder für den Garten. Und der Verbrauch sinkt. 1990 waren es noch fast 150 Liter pro Person und Tag. Das Wasserwerk in Kurslack. Von hier werden jeden Tag bis zu 60 Millionen Liter für das Leitungsnetz bereitgestellt. André Nickels hat den gesamten Prozess im Blick. Von der Anlieferung über die Aufbereitung bis zur Abgabe. Sein Wasserwerk fährt vollautomatisch und nahezu wartungsfrei. Die wenigen Mitarbeiter vor Ort müssen die Abläufe rund um die Uhr kontrollieren. Das Rohwasser, das aus dem Brunnen gefördert wird, ist so noch nicht genießbar. Das Rohwasser wird hier mit Sauerstoff versetzt. Eisen und Mangan, was in ungelöster Form im Rohwasser vorliegt, wird in gelöste Form überbracht durch die Aufnahme von Sauerstoff. Es flockt aus und wird, wie man es hier so schön sehen kann, mit den braunen Kaskaden braun sozusagen als ungelöste Form hinterlassen und ist ja als erste Vorbereitungsstufe für die eigentliche Filtration gedacht. Nach weiteren Filterungen kommt das aufbereitete Wasser dann hier an. Hier wird über 200 Keramikdüsen Luft eingeblasen und die Kohlensäure, die auch gebunden ist im Rohwasser oder jetzt Rheinwasser, ausgeblasen und dadurch künstlich der pH-Wert angehoben. In regelmäßigen Abständen nimmt Wasserwerksleiter Nickels auch selber Proben. Denn von diesen dicken blauen Leitungen geht das Wasser direkt in das Frischwassernetz der Hansestadt. Hamburg Wasser betreibt derzeit 17 Wasserwerke in 4 Versorgungszonen. Ein Leitungsnetz versorgt rund 2,2 Millionen Menschen in Hamburg und im Umland mit Trinkwasser. Alles, was im Aufbereitungsprozess in Kurslack rausgefiltert wird, landet hier. Das Sediment sitzt auf dem Boden. Irgendwann ist so ein Filterbecken dicht.
Dann geht das außer Betrieb. Es wird das Klarwasser abgepumpt und der eigentliche Eisen- und Manganschlamm wird in ein sogenanntes Schlammlagerbecken überführt, rübergepumpt und von dort aus mit einer Pumpe dem Abwasser zugeführt, wo auch die Faulgase dann im Abwasser gebunden werden. Wir betreiben hier also ein hundertprozentiges Recycling und haben keine Abfallprodukte. Auf dem Gelände in Kurslack liegt fast die Hälfte aller Brunnen, die Hamburg Wasser betreibt. Super, Brunnen 52 hatten wir letzte Woche so ein bisschen Probleme. Wir müssen jetzt mal gucken. Kontrolle am Tiefbrunnen 52 mit Wassertechniker Ulrich Wöst. Ich stehe jetzt mit dem Lichtboot fest, wie tief der Wasserstand ist. Das kann man hier anhand des Lichtes sehen. Darum natürlich auch Lichtlot. Gerade da, wo es jetzt anfängt zu leuchten, da ist ja natürlich der Höhenstand. Und der ist hier jetzt gerade bei 4,81 Meter. Im Schnitt kann ein Brunnen 27 Jahre lang Wasser fördern. Ein paar hundert Meter entfernt pumpt dieser Flachbrunnen nicht fehlerfrei. Die beiden müssen auch hier nachsehen. Aus dem ersten Grundwasserleiter ziehen wir das Wasser heraus, liegt ungefähr 25 Meter tief, ja, schicken es in einen Sammelbrunnen per Vakuum. Ja, die einzelnen Flachbrunnen haben keine Unterwasserpumpen. Das wird sozusagen aus dem Grundwasserstockwerk herausgehebert, hier in einen großen Sammeltopf rein. Da sitzt eine Unterwasserpumpe und die fördert das Wasser per Druck zur Aufbereitungsanlage. Hamburg Wasser ist in Kurslack auch für das angrenzende Landschaftsschutzgebiet zuständig, aus dessen Tiefen Trinkwasser gefördert wird. Denn in Hamburg wird nur Grundwasser eingespeist. Das kilometerlange Grabensystem muss regelmäßig durchgespült und von Grünbewuchs befreit werden. Zur Erkundung des unwegsamen Gebiets nutzt der Wasserwerksleiter eine Drohne. Von hier wird die städtische Wasserversorgung gesteuert. Müssen wir von Tag zu Tag dann sehen, ne? Ja. Dann noch am Hauptpumpwerk in Rothenburgs Ort löst Erdmann Schlottau gerade die Nachtschicht ab. Mal gucken, Übergabe. Hinkommt, oder? Ja. Wie du siehst, hier haben wir noch unsere momentane Abgabe, fast ja. 5000. Ja. Und Druck hier bei 64 Meter, das sieht auch gut aus. Wenn jetzt irgendwas in hier oben in der Zone Nord zum Beispiel ausfällt, dann rufen wir die jeweiligen Bereitschaftsgänge an, die Ingenieursberufsbereitschaft. Wo man dann sehen muss, können wir kriegen ja auch Wasser aus dem Norden hierher, können wir da was abschiebern oder zumachen, damit im Prinzip die mehr Wasser haben, weil da was ausgefallen ist etc. So haben wir verschiedene Stellenmöglichkeiten durch Übergabestellen zwischen den einzelnen Druckzonen. Jede Veränderung der Wassermengen macht sich hier sofort bemerkbar. Im Sommer steigt der Verbrauch. Im Winter können die Rohre leichter bersten. Ferner gibt es Sonderfälle. Und besondere Herausforderungen sind immer noch, gerade für diesen Standort, sind so WM-Spiele oder Fußballspiele. Gerade mit den Pausen oder mit den Verlängerungen, dann müssen wir hier von Hand eingreifen. Das schafft auch die Automatik nicht, weil dann innerhalb von Sekunden die Abgabe sich verdoppelt. Das ist dann nur von Hand zu erbringen. Letzte Amtshandlung für Maschinist Rainer Turtun vor dem Feierabend. Proben abfüllen. Denn direkt bei der Unternehmenszentrale in Rothenburgs Ort steht ein Wasserwerk. Das erste wurde an diesem Standort 1848 erbaut. Aus allen Rheinwasserleitungen werden nahezu im Stundenturnus Proben gezogen und auf verschiedene Fremdstoffe und Grenzwerte überprüft. Die Mitarbeiter im Wasserwerk erkennen an den Farben der Deckel, worauf getestet wird. Diese Proben werden im Anschluss auf Bakterien untersucht. Sie landen im Trinkwasserlabor bei Ann-Christine Harneid. Also das sind unsere Werksproben vom Rohwasser über die Behälter bis zum Rheinwasser. Und darauf werden die Proben auf die Koloniezahl, also die Gesamtanzahl der Bakterien in einem Milliliter untersucht. Eine Zuckerlösung hilft der Laborantin, an die Ergebnisse zu kommen. Wenn es fest geworden ist, das Nährmedium, dann werden die Proben bebrütet bei 36 Grad und bei 20 Grad. Deswegen haben wir zwei Platten pro Probe. Und nach 48 Stunden Bebrütung werden die Platten ausgewertet.
Übermorgen weiß Ann-Christin Harneid dann mehr. 80.000 Proben werden hier pro Jahr auf mehr als 1 Million Parameter untersucht. Die Mikrobiologie wird von Thomas Meyer geleitet. Er muss sich mit allen Abteilungen austauschen. Selbst kleinste Veränderungen der Wasserqualität sind messbar. Genauer hinschauen tut man natürlich bei allen Auffälligkeiten. Vor allen Dingen geht es uns darum, dass die Grenzwerte eingehalten werden können. Wir haben sowohl gesetzliche als auch eigene Grenzwerte, die wir uns geben als Versorger, um besonders sicher sein zu können. Das reicht von Pflanzenschutzmitteln, Arzneimittelrückständen, Metabolite bis hin zu Süßstoffen und Mikrobiologie, Nitrat, also all das, was man eben halt auch so kennt. Da in Hamburg nur Grundwasser eingespeist wird, gilt die Qualität des Hamburger Leitungswassers als besonders gut. Einsatz im Kundendienst für Klempner Martin Günther. Hier in Billstedt im Südosten der Stadt wechselt er heute 3 Dutzend Wasseruhren. Alle 6 Jahre müssen diese getauscht werden. Das ist die Vorgabe des Eichamts. Guten Morgen, Frau Jung, Hamburger Wasserwerke. Bitte schön, wir warten schon. Wir haben ja heute einen Termin. Morgen. Guten Morgen. Für Martin Günther und seine Kollegen bedeutet das 180.000 Wechsel pro Jahr. Sie kennen sich da ja mit aus, ne? Ich kenne mich damit aus. Ja. Das ist nicht mein erster. Kommen Sie gut an? Das sieht toll aus, ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Und wenn Sie was brauchen, dann sagen Sie Bescheid. Ja, das mache ich. Dankeschön. Lappen oder irgendwas. Wenn die Maschine mal ein Stück rüberrücken, aber die stelle ich Ihnen nachher wieder so hin, dass sie vernünftig läuft. Ja, das müssen wir abmachen. Das wäre ganz nett. Dankeschön. Dass wir da wieder drankommen, ne? Ja. Einzelhäuser sind bei den Monteuren beliebt, denn die Wasseruhren sind im Keller leicht zu finden. Und es gibt meist genug Platz. Der Wasserzähler hat seine Eichzeit erreicht. Das heißt, die Laufzeit des Wasserzählers beträgt maximal 6 Jahre im Wohnungshauswasserzählerbereich. Und die Zeit, wir wechseln dann immer gebiets- und straßenweise die Zähler aus, was natürlich die von den Fahrtwegen her so günstig wie möglich zu halten ist. Also ein Wasserzählerwechsel dauert so bis zu 15 Minuten, kann der dauern. Und das Wechseln der Wasserzähler ist schon natürlich ein Aufwand, aber jeder soll ja auch nur das bezahlen, was er auch verbraucht. Nicht? Klempner Martin Günther hat ein strammes Programm. 30 Kunden stehen noch auf seiner Liste. Dann der bange Moment. Läuft alles wieder? Läuft. Nebenan wartet die nächste Wasseruhr. So, alles okay? Jo, alles da, alles das dabei. Das ist wunderbar, vielen Dank. Ja, ich hab zu danken. Aber wenn es mal nicht läuft, klingelt sein Telefon. Hamburg Wasser, ein Störungsdienst Yüksel. Schönen guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Murat Yüksel ist bei Hamburg Wasser für viele Kunden der erste Ansprechpartner. 42, gut. Sobald die Wasserversorgung für eine Stunde oder länger unterbrochen ist, werden die Verbraucher unruhig. Genau, ich gucke noch mal eben nach. Einen Moment, ich kann hier einen Schaden erkennen. Zum Mittag hin kommen viele Rohrbrüche, weil da halt viel Wasser gezogen wird. Oder auch morgens, wenn die Leute zur Arbeit wollen und sich noch mal fertig machen, dann kann es auch zu vielen Rohrbrüchen kommen. Alle Störungen gibt er sofort an die Kollegen im Außendienst weiter. Jan, grüß dich, Murat hier. Na. Jan, ich habe einen Kollegen, der ist im Fuhlsbüttler Weg, 76. Ja. Und hat da einen Sielschaden festgestellt. Das hat er mit einer Barke gesichert. Ich wollte dir das nur weitergeben, dass ihr das vielleicht noch mal abfährt und guckt, was da genau ist. Oder er nutzt den ganz kurzen Dienstweg. Denn immer hat irgendein Kollege Bereitschaft. Binnenfeld Räder 90 hat eine Firma angerufen. Die wollen da arbeiten. Und unsere Leitung liegt so ein bisschen im Weg. Die haben eine Anfrage, ob wir die Leitung umlegen können. Okay. Ne? Dass wir die, ne? Alles klar. Gut, Thorsten, wir hören. Und schon ist Wassertechniker Thorsten Krause im Einsatz. Insgesamt 5.300 Kilometer lang ist das Hamburger Leitungsnetz. Heute geht es nach Bergedorf, der flächenmäßig größte der 7 Hamburger Verwaltungsbezirke, aber auch der mit den wenigsten Einwohnern. An der Baustelle weiß Thorsten Krause nicht, was ihn erwartet. Wasserleitungen haben eine Lebenserwartung von 70 Jahren. Und die Aufzeichnungen stimmen nicht immer. Hat das Rohr eine Bitumenbeschichtung? Ja.
dann ist das nicht von uns, weil unsere Gussleitung hat hier kein Beton, keine Betonbeschichtung. Okay. Muss dann Gas sein und dann musst du dich leider an die wenden. Wollen wir gucken, dass wir nicht noch mehr Schwierigkeiten hier bekommen, irgendwie mit den ganzen Baumaßnahmen. Alles klar. Wir sehen uns bis zum nächsten Danke. Mal. Gut. Tschüss. Man kann das zwar anhand der Trassenpläne sehen, wer es ungefähr sein könnte, aber auch da gibt es immer wieder Probleme, dass Leitungen sich überschneiden, weil das ja schon alles 60, 70 Jahre her ist. Da muss man eben mal rausfahren, vor Ort sein und gucken, ist das wirklich unsere Leitung? Gibt es da verschiedene Merkmale, wie wir das rausfinden können, ohne dass wir da in die Leitung eingreifen? Der nächste Einsatz für den Mann vom Entstördienst. Nur ein paar Kilometer weiter. Wir haben hier von einem Anwohner mitbekommen, dass es hier Fließgeräusche gibt. Also irgendwie plätschert hier irgendwo was. Und wir werden jetzt versuchen rauszufinden, wo das sein könnte. Noch ist nichts zu sehen. Doch Wassertechniker Krause hat Spezialgerät und viel Erfahrung. Und ich habe jetzt versucht, die Straßenkappe zu finden. Und wir mal gucken, ob wir erfolgreich sind. Und da guckt das kleine Biest auch raus. Vielleicht muss er nur einen Schieber absperren. Erst einmal horchen. Ja, ein kleines Geräusch haben wir da drauf. Erstmal wieder schließen, Unfallgefahr. Dann hat die Suche ein Ende. Wasser findet immer seinen Weg. Der Computer sagt mir 5,50 Meter, 5,43 Meter. Wir haben hier jetzt den Topf mit 6,50 Meter. Man würde jetzt also den Bereich mit aufmachen, damit man das abdeckt. Einmal hier den Topf und einmal hier, wo er das Geräusch angezeigt hat. Da kann man hier noch eine Markierung machen und der Kolonne nachher vor Ort sagen, bitte nimm beides mit rein, damit die Wahrscheinlichkeit groß genug ist, dass wir das treffen. Thorsten Krause sichert die Stelle erst einmal ab. Der große Trupp kommt dann am Nachmittag. Nicht immer geht es so glimpflich aus. Ein paar Tage später. Rohrbruch mitten in Hamburg. Eine große Einfallstraße bleibt über Stunden gesperrt. Zehntausende Liter Wasser sind ausgelaufen. Anwohner werden durch Wassertanks versorgt. Im Schnitt 60 Mal im Jahr platzt in Hamburg solch eine Versorgungsleitung. Über Jahrhunderte war die sichere und saubere Trinkwasserversorgung für Großstädte eine nahezu unlösbare Aufgabe. Von Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1964 wurde hier in Kaltehofe Oberflächenwasser aus der Elbe aufbereitet. Heute ist die Anlage Kunstprojekt und Museum. Einige der alten Wassertürme sieht man noch bis heute im Stadtbild. Sie werden nun als Wohnungen, als Hotel oder am bekanntesten für das Planetarium im Stadtpark genutzt. Einst prägte vor allem der Hamburger Wasserträger das Stadtbild. Nach dem großen Brand 1842 wurde Hamburg zwar modern wieder aufgebaut, doch Abwasser wurde nach wie vor in die Flete gekippt und gelangte so in die Elbe, aus der Trinkwasser gewonnen wurde. Der englische Ingenieur William Lindley plante in den 1870er Jahren den Silbau, die erste Kanalisation auf dem Kontinent. Sie verhinderte nicht die große Choleraepidemie 1892, an der 9000 Hamburger starben. Doch der Silausbau nahm nun Fahrt auf. Eines der alten Abwasserrohre im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel. Insgesamt liegen 6300 Kilometer Abwasserleitungen unter der Erde. Versorger Hamburg Wasser ist auch Entsorger. Dieses Sil muss nun erneuert werden. Projektleiter für diese Baustelle ist Carsten Gottschlich. Das Sil ist gemauert worden, damals vor 144 Jahren, in zwei Schichten. Und heutzutage kann man sowas gar nicht mehr bezahlen, die Arbeitskraft, die da erforderlich wäre. Und heute haben wir halt bessere Materialien. Und in dem Fall hier haben wir ein Polymerbetonrohr. Das hat gegenüber dem Zement den Vorteil, dass es praktisch aggressive Abwassermedien gut abkann. Die Leitung muss nicht nur schnell, sondern auch korrekt verlegt sein. Denn ist sie erst einmal wieder unter der Erde, kommt man nicht mehr ran. Erschütterungen durch den Straßenverkehr setzen ihr zu. Das Team macht jetzt schon einmal Belastungstests.
Das ist jetzt ein dynamischer Plattendruckversuch. Damit überprüfen wir die Bodenverdichtung des gerade frisch eingebauten und mit den Rüttlern verdichteten Bodens. Wir haben halt hier bestimmte Werte, die wir gemäß Statik erreichen müssen. Und mit diesem Gerät können wir das relativ schnell und einfach vor Ort überprüfen. Auch wenn die Anwohner derzeit ganz normal auf Toilette gehen können, besteht Zeitdruck. Denn der Herbst bringt in Hamburg meist schlecht Wetter. Ausgeführt hat. Das kann man von hier oben relativ schlecht sehen. Das müssen wir uns vielleicht noch mal von unten anschauen. Also wenn es regnet, müssen wir hier 500 Liter pro Sekunde durch die Baustelle kriegen. Haben wir uns hier an der Stelle für einen Heber entschieden. Das heißt, das ist das eigentlich physikalisch das Prinzip der kommunizierenden Röhren. Wir haben zwei Töpfe, einen oberhalb der Baustelle, hier einen unterhalb der Baustelle. Die Töpfe sind jeweils mit den noch im Betrieb befindlichen Silen verbunden. Und in diesem Rohr ist dieses Rohr ist praktisch komplett mit Abwasser gefüllt. Hier oben ist eine Vakuumstation drauf, die sicherstellt, dass wenn Luft eingetragen wird in das System, dass das immer abgesaugt wird. Und ansonsten läuft das im Prinzip so, als wenn Sie Ihrem Nachbarn Sprit klauen aus dem Auto. Nach dem gleichen physikalischen Prinzip funktioniert das hier. Regen können auch Sie nicht gebrauchen, denn dann laufen die Abwasserleitungen voll. An den Messehallen steigt das Team der Stadtentwässerung in das Sil hinab. Für Einsatzleiter Dirk Grünert ein gefährliches Unterfangen, trotz jahrelanger Routine. Wir sind ja im Sil immer auch teilweise mit Gasen beaufschlagt, schädliche Gase. Und wenn so ein Gasalarm kommt, dann müssen wir uns dagegen natürlich relativ schnell schützen, weil wir kommen nicht so schnell aus der Anlage raus, so wie es jetzt auf der Oberfläche ist. Das heißt, wir haben unsere Sauerstoff-Selbstretter dabei, die werden dann geöffnet. Und dann wird dieser angelegt. Das heißt, wir haben dann 30 Minuten Luft. Sicherheit steht über allem. Ja, die Männer sind soweit umgezogen. Gas ist gemessen. Können wir gleich starten. Sehr gut. Kranfahrer ist auch besetzt, weiß Bescheid. Saugschläuche jetzt runterlassen. Und dann, wir steigen dann parallel schon mal ein. Ja, und dann erfolgreich gemacht. Dito. 18 Meter tief müssen die Männer in Hamburgs Unterwelt hinabsteigen. Gut, hab ich. Alleine das Abseilen und die Sicherung dauern. Durch die schweren Gummihosen ist das Warten im Sil enorm kräftezehrend. Weich wie Wattboden fühlt sich der Grund des Abwasserrohrs an. Ja, zum einen sind das, kann man sich vielleicht denken, der Streusand, der im Winter auf die Straßen getragen wird und auf die Gehwege. Zum anderen ist das Asphaltabrieb. Ja, und so summiert sich das. Zum Teil haben wir hier Eisenablagerungen mit drin, da ja noch nicht alle Bürger sensibilisiert wurden, was in die Toilette gehört und was nicht. Enrico Brandt ist bei der heutigen Silreinigung am Spülwagen eingeteilt. Um den zu erreichen, müssen sie alle gut 100 Meter durch kniehohes Abwasser warten. Der Spülwagen steht hier ja über Nacht. Und wird eben wie mit dieser Spindel eben gesichert, damit er nicht weiterfährt automatisch. Und die Türen werden geschlossen, also oder geöffnet vielmehr in diesem Falle. Jetzt schließen wir die Türen wieder. So baut sich jetzt sukzessive von hinten ein Wasserdruck auf. Und dieser Wasserdruck sorgt dafür, dass der Spülwagen, der ist unten auf Rollen, sodass der Spülwagen sich dann nach vorne bewegt. Er ist im unteren Bereich aber etwas offen, sodass ein Teil des Wassers immer wieder auch unten durchspült und die Ablagerung, über die wir jetzt gerade gelaufen sind, dann sukzessive nach vorne spült, wo dann ja hinterher der Saugrüssel ist und der Dreck dann aus der Anlage entfernt wird. Abwassertechniker Vincent Falk-Juhl saugt das ab, was der Spülwagen vom Boden lockert. Mit Hindernissen. Wenn hier große Steine oder so Scherben kommen, bleiben gerne immer im Schlauch in den Kupplungen. Und deswegen fühle ich die ganze Zeit mit den Füßen auf der Sohle, auf der dicke Steine sind. Hier sowas zum Beispiel. Das ist ein Holzkeil. 15 Meter kommen sie pro Arbeitstag voran. Ihr Ziel? Die Landungsbrücken. Mit Umziehzeiten und so kann man sagen, so 6 Stunden sind die Kollegen wirklich hier unten. Und so eine Strecke zu reinigen dauert, je nach Dreckaufkommen, ja, zwischen einem halben Jahr und anderthalb Jahren. Die Arbeit unter Tage mitten in der Unflat ist nichts für zart Beseitete. Mir macht das nicht mehr aus. Ich rieche diese Gerüche auch nicht mehr so stark wie jemand, der ein Passant, der jetzt oben an unseren offenen Schächten vorbeigeht, der die Nase rümpft. Das haben wir alles nicht mehr. Alles, was unten angesaugt wird, landet oben im Saugfahrzeug. Nach 6 Stunden sind auch Sie zurück im Tageslicht. Das gesetzte Ziel, 10 Tonnen Sand heute wieder rauszuholen, sprich 5 Kubikmeter, erfüllt. Alle kommen gesund heute wieder nach Hause. Mehr wollen wir eigentlich gar nicht. Regen flutet die Sile. Dort zu arbeiten wäre dann lebensgefährlich.
Mit dem Klimawandel nehmen Starkregen zu. Nach so einem Wolkenbruch muss häufig die Feuerwehr anrücken und dafür sorgen, dass das Wasser abläuft. In Richtung Klärwerk Kühlbrandhöft. Zusammen mit dem Regenwasser kommen hier die Hinterlassenschaften von 2,2 Millionen Menschen an. Die Mitarbeiter schauen daher auch immer auf das Wetterradar. Denn starker Regen bringt viel Abwasser. Betriebsingenieurin Vera Baumann muss sicherstellen, dass das Klärwerk immer störungsfrei läuft. Ja, ich bin gleich eh draußen auf der Anlage, dann gehe ich mal kurz vorbei. Genau, das wäre gar nicht schlecht. Ja, okay. Gut, dann bis später. Bis nachher. Die Fachleute hier sprechen von Schwarzwasser, denn das Abwasser ist stark getrübt und mit Fremdstoffen verschmutzt. Ein aufwendiger Aufbereitungsprozess beginnt. Da befinden sich natürlich Grobstoffe drin, zum Beispiel Klopapier, Hygieneartikel, alles, was die Menschen so ins Klo schmeißen. Das kommt hier alles an und über die Rechen wird das erstmal aus dem Abwasser herausgefischt, wird dann auf die Förderbänder geschmissen, wird gepresst und danach thermisch verwertet, also verbrannt. Ein großes Problem für die Kläranlagen sind natürlich Feuchttücher, die sehr reißfest sind und sich im Wasser nicht zersetzen. Dadurch haben wir vermehrt Verstopfungen an Pumpen. Das führt zu großen Problemen in Kläranlagen. Hier landen grobe Kunststoffteile. Kleinstteile unter 3 mm Größe können nicht herausgefiltert werden. So gelangt Mikroplastik in die Elbe. Sandanteile werden nach dem Sieben gereinigt und am Ende an die Baustoffindustrie verkauft. 90 Mitarbeiter sind rund um die Uhr im Einsatz. Ob Fäkalien oder Blätter aus dem Siel, alles landet hier. Alles, was sich so noch im Wasser befindet an organischen Stoffen, sinkt hier erstmal zu Boden noch und wird dann über Räume in Richtung Beckenende befördert und dort über Pumpen Richtung Faulung gepumpt. Einmalig sind die 10, 30 Meter hohen Faultürme. In den Behältern bleibt der Schlamm ca. 4 Wochen. In der Zeit fault er aus und es bildet sich hauptsächlich Methangas. Das kann dann weiter aufbereitet werden. Mit dem Methangas können wir zum einen Gasmotor und Gasturbine betreiben und so das Gas in elektrische Energie umwandeln. Und zum anderen kann das auch mit der Gasaufbereitungsanlage aufbereitet werden und damit ins Hamburger Erdgasnetz eingespeist werden. Was nicht in den Faultürmen landet, gelangt über lange Förderbänder in das betriebseigene Kraftwerk. Hier hört alles auf das Kommando von Jürgen Letzel. Der Werksleiter hat genau im Blick, was in seiner Anlage bei 850 Grad verfeuert wird. Was man sehr schön sehen kann, wir haben ein Flammenmeer. Das heißt, wir haben einen völlig luftdurchmischten Raum. Das heißt, wir haben unwahrscheinlich gute Verbrennung und dadurch natürlich auch ganz geringe Emissionen. Was man auch in den Emissionszahlen oder Emissionsauswertung sehen kann, die am Schornstein ständig gemessen werden und von der Umweltbehörde überwacht werden. Mit dem so erzeugten Strom kann der städtische Versorger nicht nur das Klärwerk betreiben, das so viel Energie verbraucht wie eine Kleinstadt, sondern auch noch Strom für die Stadt liefern. Das geklärte Wasser wird einmal unter der Elbe hindurchgepumpt und durchfließt auf der Dradenau die letzte Reinigungsstufe. Dann wird es, sauberer als das Elbwasser, in den Fluss eingeleitet. Nun kann es wieder verdunsten und als Regen das Grundwasser von übermorgen bilden.